Okay, der Andreas zeigt uns jetzt, was er in den letzten 3, 4 Wochen gelernt hat. PVC-Isolierung. Schalen drauf machen und die Bögen zu setzen. Das ist eigentlich eher eine einfache Arbeit, beziehungsweise die Bögen zu setzen, ja, erfordert doch ja, ein bisschen Erkenntnis, so diese Geschicklichkeit auf jeden Fall. Eine kleinere Schere schon beantragt, weil mit der großen ist doch ziemlich schwer, ist sauber zum Durchschneiden. Genau, erst am Bogen. Sehr gut. Und wenn du unten die Manschette vielleicht mal nachmachen möchtest. Und Manschette. Da braucht man auch immer ein bisschen Geschick dafür. Okay, super.
Warte, gib dir den Braten. Jetzt. Also, ja, was du? Aber als Kameramann hat man es auch nicht leicht. Allein das Rumbasteln mit dem Draht ist schon so ein Fall für sich. Hast du schon mal gesagt, oder? Ja. Okay. Passt schon. Was dann jetzt sehr schwierig ist, das ist einfach, da die Schrauben, weil die überstehe. Da gibt es aber einen speziellen Trick, man muss das einfach von der anderen Seite, muss man das einfach zunähen. Da hat man nicht so einen blöden Knick an der Schraube. Nee, erst am Bogen, wenn ich sagen darf. Erst am Bogen. Ja, stimmt. Ich lasse gleich aus. Heißt Kamera aus. Genau, so schaut das nämlich dann sauber aus da dran. Da, man sieht ja von der Verschraubung, da jetzt Knickle da oben dran. Aber so passt das. Machst du das hintere zuerst machen? Das rechte, oder? Ah, stimmt, da habe ich es vergessen. Mach das PVC immer von hinten nach vorne und von unten nach oben, so dass man nie an die vordere Naht, dass man da nicht reinschauen kann, dass da kein Schatten ist. Weil es viel sauberer ist. Ansonsten müsste man sehr viel mit Klebebänder arbeiten, aber die lösen sich ganz gerne und dann klappt das jetzt nur so rum. Nach kürzester Zeit, das ist dann auch zu schade.
Genau. Schaut alles sehr einfach aus irgendwie, aber man braucht ja schon ein Fingerspitzengefühl oder man braucht ein bisschen Geschick. Wenn du das bei Endmanschetten danach machst, dann, dann passt das. Muss ich das ganze Gaudi weiter nach rechts rücken, weil du die fette Verschraubung in der Kunst hast. Bis der geht. Naja, du musst durchkommen. Immer habe ich. Ja, das war so, ne? Alles weg. Das ist so einfach. Das ist einfach, ne? Reine Nervensache. Wenn du 1000 Manschetten nahe gemacht hast, hey, dann wird es leichter. So, passt schon. Der zweite klappt schon wieder viel besser. Auf die Lamellen passt Andreas auch auf, die sauber hintereinander sind. Genau wie es will. Perfekt, einwandfrei. Das hat der junge Mann schon sehr gut gemacht. Ja. Okay, das war's dann. In dem zweiten Teil von der Tieraufnahme, da hatte das Vergnügen, da oben hineinzukriechen und das dahinter zu machen. Schauen wir mal,
Wie es wird. Okay.